apocalypse. Ach, herrlich. Tja, liebe Freunde. Ich glaube, ich habe heute Morgen irgendwie einen Clown gefrühstückt oder so. Auf jeden Fall. Uiuiuiui. Ist mir schwindelig gerade. Auf jeden Fall hat die Berufsfeuerwehr. Auf jeden Fall hat die Berufsfeuerwehr von Ulm einen neuen Einsatz. Und, Moin Moin, lieber Zuschauer, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Kennt ihr noch Feuer? Feuer! Das beginnt schon echt traumhaft hier, diese neue Folge. Ja, Alter, ich muss mal kurz runterkommen. Also, das ist heute hier wirklich kein Mini-Projekt, kein neues Projekt. Das ist das ganz normale Videoformat auf meinem Kanal vom LS19. Also, wir werden jetzt hier gleich mit den Aktiven rausfahren zum Brandeinsatz am Hafen, da ist so eben ein großes Feuer ausgebrochen und wir schauen uns das gleich mal an. Das Einsatzfax ist schon da und ich bin mal gespannt, was uns dort gleich erwarten wird und ich bin auch mal wirklich gespannt, wie dieser Brand eigentlich ausgebrochen ist, denn es wurde uns gemeldet, dass dieses Haus aktuell noch im Bau ist, also muss ja irgendwas daran gelegen haben, dass auf einmal so ein Brand entwickelt, so ein Feuer. Und ja, dann würde ich mal sagen, rücken wir mal aus, liebe Freunde, zu diesem neuen Einsatz. Es rücken natürlich alle Fahrzeuge aus, die zum Löschzug dazugehören. Aber erstmal, ihr kennt die alte, das altbekannte Problem, die Tore müssen erstmal aufgehen. Ich sitze da immer jedes Mal wie so ein Schluck Wasser dran, nur damit ich das irgendwie aufbekomme. Aber in den meisten Fällen klappt das irgendwie nicht. Oh, siehst du, da fliegt auch der RTW, der ELW gleich nach hinten. Meine Güte. Achso, das Auto brauche ich hier gar nicht. Das KLF. Also auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ups. Warte mal, schubst mich mal ganz kurz nach hinten. Da müsste ich das Tor eigentlich geöffnet bekommen. Also, irgendwie muss es ja jetzt funktionieren. So. Also, da steht Tor öffnen. Ich drücke wirklich, ich schwöre, guck mal. Ich drücke auf die linke Maus, auf die Tastatur. Also auf die linke Taste der Maus. Aber es geht nicht. Ah doch, jetzt. Okay. So, also es rückt aus. EW1, HLF1, TLF1 und DLK1. Also der ganze komplette Löschzug rückt jetzt erstmal aus. Ich würde sagen, wir rücken erstmal aus mit dem TLF. Denn es ist ja auch schon bekannt, dass da aktuell ein Brand lodert. Mitten in einem Baugebiet, in einem Haus, was aktuell im Bau ist. Das ist ja auch noch die Bundesstraße 1. Also wir müssen einfach nach links und dann sind wir eigentlich auch schon da. Dann rückt erstmal das Telef aus, das Telef 1. Wir rücken aus zum Feuer! Alter. Ach, liebe Freunde, Lachen ist schon was Schönes, oder? So, das macht immer wieder Spaß oder Bock, dann auch einzuschalten, denke ich mal, und das Video auch zu verfolgen. So, guck mal, dann. Nee, wartet mal. Was habe ich denn jetzt angemacht? Hä? Hat gerade nicht funktioniert. Hey, was haben wir denn eigentlich für einen Motor im Tanklöschfahrzeug drin? Also, der quält sich ja förmlich auf den Berg hoch mit 5 km/h oder so. Das ist ja nichts. Das gibt's ja gar nicht. Das ist echt schon ganz schön traurig irgendwie, dass das Ding nicht so schnell vorankommt. Weil wenn man wirklich jetzt, ich sag mal hier, so einen Großbrand hat in einem Gebäude, dann ist es ja schon sinnvoll, dass man auch irgendwie mal so ein bisschen Motorleistung unterm Arsch hat. Aber, ja, Hauptsache wir sind am Einsatzort, ist unser Motto. Und wir können erstmal hier diesen Brand löschen. So, jetzt sieht man auch mal hier, guck mal. Hier brennt ein kleines Häuschen, ein zweites Häuschen sogar. Das sind zwei insgesamt. Sieht aus wie eins, sind aber zwei. Und die linke Hälfte brennt. Die wurde anscheinend gerade gebaut, ist in Bearbeitung und wurde auch saniert anscheinend. Da steht auch ein Container, dann ganz viele Baumaterialien. Ja, und jetzt steht der ganze Dachstuhl im Brand. Das ist ja nicht gut. Aber ein Glück ist ja die Feuerwehr erstmal vor Ort, ne? Die heute auf jeden Fall
ihren Lachflash des Lebens erlitten hat. So, guck mal. Boah, Kap heimlich geübt. Das geht hier so richtig fluffig. Richtig geil, dass es gerade so geht. Hier können wir auch noch, wartet mal, die Pylonen auf. Okay, bringt jetzt nicht gerade viel, wenn ich das genau hinterm Auto stelle. Aber Hauptsache, wir haben erstmal ein bisschen was abgesichert hier, finde ich. Also guck mal, die kannst du auch noch hinstellen. Jetzt sieht es ein bisschen chaotisch aus, aber ist schon irgendwie lustig. Lass mal stehen so. Wer um Himmels Willen stellt denn seine Pylonen so hinter das Fahrzeug? Also das ist wirklich Absicherung pur. Ich glaube, der nachliegende Verkehr, der sieht diesen Einsatz rechtzeitig nicht. Das sieht schon echt krass aus. So. Haben wir jetzt alles? Nö, wartet mal. Ich platziere noch ein paar Sachen hier, die ich auf die Straße stelle. Dekoration? Nee. Ach so, wartet mal. Ich bin ja falsch hier gerade. Ich muss ja hier hin. Das ist immer gar nicht so einfach, ne? Da muss man sich auch erstmal zurechtfinden. So, nehmen wir erstmal hier das Schild. Noch ein Schildchen. Das nehmen wir erstmal mit nach hinten. Das ist der Verkehr. Dass der Verkehr dann auch Bescheid weiß, was denn eigentlich jetzt hier Phase ist. So, stellen wir hier mal so ein Feuerwehrschildchen auf. Zack. Sieht das schön aus, oder? Wie das blinkt. Schön. Okay. So, ich müsste auch langsam anfangen, diesen Brand hier zu löschen, weil ich merke gerade, das wird immer größer. Nehmen wir hier mal das Feuerwehrschildchen noch. Und bringen das mal nach hinten. Ich will eigentlich auch rennen. Also wirklich, ich möchte rennen mit diesem Schild, aber es geht nicht, weil das Ding ist immer, der lässt das dann irgendwann fallen. Und dann hast du davon eigentlich nichts gewonnen. Dann kannst du die Straße dann nicht absichern, ne? Weil das Schild auf dem Boden liegt. Und dann musst du es mal wieder probieren, auf die Gerade zu richten oder zu stellen. Das funktioniert meistens nicht. Also das macht sich wirklich zum größten Teil immer ganz schön schwierig. So, aber jetzt haben wir erstmal die Straße abgesichert. Sieht erstmal schön aus. Das gefällt mir. Die Absicherung ist... Ah, super. Sieht jetzt nicht gerade so gut aus, aber Hauptsache, wir haben erstmal so ein bisschen was abgesichert. Aber die nächsten Fahrzeuge folgen ja. Was ist mit dem ELW los? Warte mal, stellen wir den mal wieder richtig hin. Zack. So, ELW steht. Wir sind bereit. Meine Güte. Das ist heute auch so eine richtig chaotische Folge auf meinem Kanal. HLF geht auf Status 3. Wir rasen erstmal zum Einsatzort. Keiner gesehen. Ey, was ist heute bloß los mit mir? Das gibt's ja gar nicht. Also ja, also ich habe heute mal richtig Bock, hier neue Videos aufzunehmen irgendwie. Und gerade im LS19, das macht sich alles mal so richtig schön, auch wenn wir bald im Roleplay-Server aktiv sind. Aber trotzdem, das macht einfach so richtig Laune. Also ich wollte damit gerade sagen, ich freue mich einfach so richtig tierisch auf den Roleplay-Server. Das wird auf jeden Fall richtig lustig. Gerade auch, wenn sich alle Leute auch an die Regeln halten, was ich gerne möchte. Das wird sicherlich eine Erfahrung. Was ist denn das hier? Ich will doch nur das Gerätefach öffnen und nicht das Auto hochheben. Ah! Was ist denn hier? Was ist hier los? Nee, so nicht. Nö, dann hol ich das nächste Auto jetzt. Das geht auf jeden Fall so nicht. So, die nächste Karre ist unser ELW. Der rückt erstmal aus hier zum Brandgebäude Großeinsatz in Ulm. Oh Gott! So, jetzt alle! Jetzt hat man hier ein komplettes Martinshorn-Konzert. Also, Icy Simple, ich muss damit erstmal warm werden, muss ich wirklich mal dazu sagen. Das funktioniert noch nicht so, wie ich mir das immer wünsche. Also, gerade mitten in der Fahrt, da musst du wirklich stehen bleiben, damit es dann irgendwann funktioniert. Ansonsten kriegst du da irgendwie noch ein Problem. Und dann sieht man ja, dann hängst du irgendwo am Baum oder klebst an irgendeine Wand oder weiß ich nicht. Also, da passiert ganz schnell irgendwas.
Aber wir schaffen das schon irgendwie. Es wird. Also, auch wenn es langsam gerade vorläuft hier alles, es klappt. Wir kommen gut voran. Die Drehleiter rückt aus. Ganz wichtig bei einem großen Brand. Oh Gott. Das war gerade ganz schön knapp hier. Ist ja auch klar, dass hier die Drehleiter die stärkste Maschine irgendwie ist. Also, das Ding düst ja richtig ab, ey. Ist ja schneller als das HLF, als das TLF und der ELW zusammen. Wahnsinn. So, da sind wir erstmal. Guck mal. So, das haben wir an. Ne, Licht können wir ausgeschalten lassen. Brauchen wir nicht unbedingt. Wieso? Wieso? Mann. Ich will kein Objekt annehmen. Verdammt. So, jetzt habe ich das ausgeschalten. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. So, Stützen runter. Jetzt müsste ich eigentlich alles hier öffnen können, ohne dass ich die Fahrzeuge hin und her schmeiße. Also beim HLF übe ich noch. Also hier funktioniert das noch nicht so ganz wie erhofft. Ich stehe meistens aber, denke ich mal, auch mal viel zu dicht dran, ne? Oder viel zu nah. Also beziehungsweise auch viel zu weit manchmal. So. Was ist denn hier los? Die Kollegen brauchen das Fahrzeug, Mensch. Meine Jüde. Das funktioniert ja einfach nicht. Das gibt's doch nicht. So, zack. Guck mal. So. Und. Ja. Und, achso, hier. Die Treppe dürfen wir nicht vergessen. Die Kamera müssen wir absitzen. Zack. Und guck mal. Vollautomatische Treppe. I love it. Ich mag das einfach richtig. Super, super, super. Die Kameraden sitzen erstmal ab. Ich könnte die Seite natürlich auch noch öffnen. Dann müssen sie nicht einmal rumlaufen. So, die Pressluft. Sorry. Die Pressluft. Komm her, HLF. Die Pressluftflaschen bräuchte ich auch noch. Die ziehe ich mal ganz kurz hier aus dem Fach raus. Damit sich der Angriffstrupp auch ausrüsten kann. Also ich schwöre, also das ist hier nur beim HLF so, ne? Also dass man da so ein bisschen länger dran steht, bis das irgendwie rot wird. Finde ich ein bisschen schade irgendwie, dass man das nicht einfach so macht, dass man, wie zum Beispiel beim LS17 oder so, dass man da rangeht, eine Taste drückt, dass es einfach aufgeht. Ach, Icy Simple ist immer so, ja, man merkt ja selber, man hängt dann irgendwann da und weiß nicht mehr weiter. Meistens ist das schon echt schwierig, ist aber trotzdem eine feine Sache. Ich will das auch gar nicht schlecht reden oder so, aber manchmal stört mich das wirklich dezent. So, auch jetzt hier gerade beim Lichtmast. Was ist denn hier los? So. Licht, die ist zu hoch. Super, jetzt brauchen wir unser Licht. Super. Oh. Hat jetzt nur gefühlt 10 Tage gedauert, aber trotzdem, das Licht ist an. Der Lichtmast ist ausgefahren und ich habe es vergessen beim TLF. Gut. Aber ich glaube, hier ging es sogar ein bisschen leichter. Guck mal, wie schnell das geht. Also das HLF ist wirklich irgendwie das schwierigste Auto hier. So, jetzt wird es langsam auch schon dunkel. Ist ja auch mal keine schlechte Idee. Auch so ein Nachteinsatz hier. Gebäudebrand groß. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. So, hier können wir noch die Türen öffnen. Zack, zack. Und jetzt wird erstmal der Leiterpark ausgefahren. So, eigentlich kommen mal die Drehleiter hier zum Einsatz. Also das ist auch, glaube ich, schon so ein bisschen her, als wir die das letzte Mal benutzt haben. Ich glaube, das war, wartet mal, das war der letzte Einsatz. Der letzte größere Einsatz, wo ein Brand war, das war der Discounter-Brand, ne? Also das erste Video sozusagen, wo wir komplett mit der Feuerwache ausgerückt sind. Da war die Drehleiter auch im Spiel.
Oh, ein bisschen zurück. Nicht, dass die Kameraden da vorne verkohlt werden. So, guck mal. Yes. Jesus, jetzt haben wir's. Dann gehen wir mal ganz kurz rüber. Wir brauchen natürlich auch noch tatkräftige Unterstützung vom Rettungsdienst. Der sollte in meinem Fall nicht fehlen. Der rückt jetzt erstmal aus zu diesem Einsatz. Brandgebäude groß auf der Bundesstraße 1. naheliegend vom Hafen. So, was haben wir hier noch? Achso, Umfeldbeleuchtung, wa? Oh. Mann! Verdammt! Ich wollte auch nur die Funktionen ausprobieren. Sollte man vielleicht nicht bei der Einsatzfahrt machen. Man sieht ja, man bleibt dann wie irgendwie an der nächsten Laterne hängen. Und dann weiß man gar nicht mehr, wo man jetzt eigentlich gerade ist. Dann baut man selber einen Unfall, aber bitte nimm das jetzt nicht zu ernst hier. Ich muss mich auch erstmal probieren hier. Und das irgendwie gut hinbekommen. Also ich übe mal so schnell wie möglich das ein- und auszuschalten. Aber manchmal funktioniert es einfach nicht. Und ich wusste gerade wirklich nicht, was das für eine Funktion ist da. Aber das war anscheinend wirklich die Umfeldbeleuchtung vom RTW. Wo ist es? Wo ist es? Hä? Nee. Ich könnte schwören, ich hätte gerade ein Schild umgefahren. Naja. Nicht mein Problem. Boah. Das ist aber auch keine gute Absperrung hier, ne? Also, dieses kleine Feuerwehrschildchen. Das hat auf jeden Fall jetzt auch keinen Sinn da irgendwie. Also, das sieht man von Weitem fast gar nicht. Das ist schon echt schwierig. Also, ja, meine Absicherungen sind immer extrem nice. Die machen sich richtig gut. Da kann sich wirklich jemand eine Scheibe von mir abschneiden. Das funktioniert schon irgendwie alles. So, ich muss mal ganz kurz hier gucken. Ist das Ding drinne? Nee. Okay. Geh mal ganz kurz hier auf diverse. Ah, okay. Hier ist erstmal die Polizei. Die fehlt natürlich auch nicht. Die ist immer mit dabei. Die stellen wir am besten mal wie hinten hin. An die Seite. Wartet mal, diverse. Jetzt suche ich meinen Mod-Ordner noch durch hier. Also den Spieleordner, in meinem Fall jetzt. Nee, okay. Nee, dann lassen wir das mal so. Die Feuerwehr ist erstmal dabei, diesen Brand hier unter Kontrolle zu bekommen. Jetzt sind erstmal alle Einsatzkräfte ausgerückt, die zu diesem Einsatz sollten. Also der ganze Löschzug von der Berufsfeuerwehr Ulm, ein RTW, die Polizei. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Und hier sieht man auch mal deutlich, Alter, wie hell das eigentlich ist, ne? Also hier ist alles links herum, ist dunkel. Und da unten lodert gerade ein großer Brand in einem Gebäude, was noch gar nicht fertig gebaut ist. Das ist schon echt traurig irgendwie. Aber die Polizei ist schon dabei zu ermitteln. Es könnte wirklich durchaus möglich sein, dass es Brandstiftung war, weil zu dieser Zeitpunkt war nichts irgendwie im Haus, was irgendwie einen Brand hätte verursachen können. Also es ist schon irgendwie ein bisschen kompliziert hier, dieser Einsatz, ein bisschen schwierig. Aber die Feuerwehr bekommt diesen Brand jetzt in den nächsten Stunden unter Kontrolle. Und bis er dann später gelöscht wird, das wird auf jeden Fall nicht mehr allzu lange dauern. Und wo ich das gerade gesagt habe, ist der Brand auch schon unter Kontrolle und sogar auch schon gelöscht. Das ging ja wirklich noch richtig fix hier. Die Kameraden der Feuerwehr haben alles gegeben, um diesen Brand hier erfolgreich zu bekämpfen. Und wie man jetzt sehen kann, ich glaube, dieses Gebäude kann abgerissen werden und neu gebaut werden, weil das ist komplett ausgebrannt. Das ist auf jeden Fall ein Totalschaden. Das wird auf jeden Fall so nichts mehr. So, liebe Freunde, wir packen zusammen, fahren zurück in die Feuerwache und warten auf ein neues, sehr, sehr lustiges Video natürlich, selbstverständlich. Und falls ihr Bock habt, bei einem neuen Video wieder mit dabei zu sein, dann würde ich mich freuen über ein Däumchen nach oben. Kommentiert gerne dieses Video mit eurem Feedback und dann sehen wir uns auch schon bald wieder im nächsten Video. Liebe Freunde, macht's gut. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao.